Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Wir begrüßen recht herzlich zu einer weiteren Runde HB on Tour. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns jetzt hier bei Tamiria. Wir haben geladen für Innsbruck und wir fahren gleich los. Eine Zeit verschwenden hast. Wir haben Freitag. 20 Uhr, Freitag 10:59 Uhr. Jetzt hätte ich auf die falsche Umgabe geschaut. Ich habe mir jetzt da Man muss so Route einen finden. Mod aus dem Steam Workshop geholt, dass oben mal Wir ein gehen nach bisschen links ab. mitschauen könnt, ein bisschen transparent sein. Am Kreisverkehr Das erste Ausfahrt passt gut nehmen. für mich, aber meine Sportsfreunde, wie ihr das ist, ja wisst, was hier ein bisschen eine Phase ist, wo man gerade Nach umgeht. dieser Ausfahrt. Sie ist jetzt fort vor ihr. Wir werden in den Samstag reinkommen. Am Es wird uns alles Kreisverkehr nichts erste nutzen. Ausfahrt nehmen. Wir müssen in Bern. Nimm diese Ausfahrt. Ich sag's Ihnen gleich. Zack, die Bohne. Wir werden hier in Bern abfahren. Dann Ort reinfahren. Die haben gerade mal eine gute 5 Stunden Fahrzeit. Und das ist das nächste Nahrendste, was man kriegen können. So. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Grüße gehen natürlich raus an Nach meine dieser Sportsfreunde, Ausfahrt. an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen, die was schon lange hier Am bei mir auf Kreisverkehr meinem zweite Kanal sind Ausfahrt nehmen. und mich hier begleiten. Schön, dass ich hier den Weg zu HB on Tour gefunden habe. Nimm diese Und ich Ausfahrt. hoffe, ich kann mich damit ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, dass ich mit dem Tank nur auskomme. 636, 1300 können wir noch. Dann können wir nämlich in Innsbruck tanken. Den einen oder anderen, der was hier neu ist, ich habe PKW-Geschwindigkeit eingestellt, weil in Österreich ist Tempo 70 auf der Bundesstraße. Und ich selber bin LKW-Fahrer und fahre dann einen harten 77er. Also heute mehr das, was mir hier ETS mit dem PKW zack. Grüße gehen natürlich heraus an meine YouTube-Kollegen, an meinen Subfrechter und Angestellten, an Maisi on the Road. Wie gesagt, macht absolut geile ETS2-Videos und ATS-Videos. Hier ist ein Subfrechter, im ATS ist ein Fahrer von mir. Schau's bei ihm vorbei. Er macht absolut coole Videos. Also der Mod ist echt genial. Also irgendwas mit Ei, man da im Spiel eh nicht nachschauen, weil bei LS kann man es nachschauen. Also wenn einer den Mod wissen möchte, sollte man unten einen Kommentar reinschreiben, dann schreibe ich es ihm dazu. Und jetzt zum Fortführen. Ja, bei Maisi war man. Dann gehen wir um mit so einem Tracker-Anteil, macht absolut geile ETS-2-Videos mit die Classic Trucks mit auf Achse angelegt. Alles so in der Zeit der 70er und 80er Jahre, die haben mal ein bisschen früher bei den Classic Trucks. Schaut's bei ihm auf dem Kanal vorbei und lasst euch begeistern von den Informationen, was unser Tracker-Anteil da jedes Mal uns präsentiert. Einer der wenigen YouTuber, auf die wo sie mich richtig frei in Videos kämmert. Das versetzt mich dann auch wieder zurück in meine Jugend, wo ich in die 90er mit meinen Onkeln mitgefahren bin mit dem Laster. Da wird der HB wieder ganz klar. Ich bin Baujahr 79. Und das ist halt die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo ich halt aufgewachsen bin, auch mit den alten Lastern nur auf der Straße saßen. Da haben wir einen JJ on Tour mit seinen Frankenliner.
und seiner Nord-Süd-Spedition im Aufbau. So viel weiß ich schon, weil ich da immer eine Woche vorausproduzieren. Dann haben wir die Jungs von der HM-Trans an Harry, den Hängerzugfahrer Dion und an Stefan on the road. Der Stefan ist auch nur bekannt auf Twitch als Stefan der Bruchpilot. Man muss das selber ein bisschen dazu sagen. Man muss das selber ein bisschen dazu sagen, dass man für seinen Twitch-Kanal, so würde ich sagen, auch Werbung macht. Und dann haben wir nur ein Badora. Er macht zwar keine ETS-2-Videos oder ATS-Videos oder LS-Videos wie, aber er macht absolut geile Videos und er macht absolut geile Streams auf YouTube und auf Twitch. Jetzt weiß ich gerade nicht, wer auf Twitch heißt, aber wahrscheinlich wird er auch da Badora heißen. Schaut es auf alle Fälle mal bei mir in der Kanalinfo rein und da seht es nachher, die ganzen Jungs verlinkt, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar. Den her. Und dann fahren wir halt einmal los, oder? Sag ich jetzt einmal. Immer geradeaus. Mein Handy. Eine Nachricht habe ich gekriegt. Eine WhatsApp. Und nur mehr eine. Lass mal schauen. Also ich muss gleich mal aufpassen, dass wir da nicht irgendwo dagegen rauschen. Also durch Frankreich düsen. Danes. Ja, servus ins Leben. Also hier, ja, was ich dann sagen will, meine Niederlassungsstelle in Palermo gibt es nicht mehr und die Niederlassungsstelle Hamburg gibt es nicht mehr und was ich jetzt noch habe, ist Salzburg, Innsbruck, Linz. Die drei Stellen habe ich noch. Und ja, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Servus. Ah, okay. Mein Subfrechter hat sich einerseits hat er welche angestoßen, welche Filialen und welche dazu genommen. Aber für mich ist jetzt dies nicht schlechter, wenn jetzt er in Innsbruck ist. Kann ich nicht sagen, was los ist. Warum dass der Hannes das gemacht hat, gehe mir davon aus, dass wir dann alle miteinander mal auf seinen Kanal dann seine Story verfolgen müssen, dass man erfährt, was er, was, warum und wieso. Also ja, es ist natürlich jetzt da oben wie so ein Head-Up-Display, sag ich jetzt einmal. Ich glaube nicht, dass man es anratieren kann, mir passt es da oben ganz gut. Das Ding. Mir passt es da oben ganz gut. Ist dann mein Zweck. So. Dann schick mir mal WhatsApp. Immer geradeaus. Ja, Hannes. Servus, du bist der HB von der International Transport. Ja, es ist. Also danke für die Information. Ich
werde es so weitergeben an die Disposition, weil wir haben ja auch jetzt hat ist auf ein paar Stellen bis in Wien und in Klagenfurt noch keine Niederlassungen, aber die werden jetzt dann in der nächsten Zeit auch kommen. Und ja, wir freuen uns verstärkt für die RT-Lok, weil da ist ein Potenzial dahinter, mal für den österreichischen Markt. Und dann werden wir da ein paar Ladungen umschirmen, wenn du das brauchen kannst. Okay? Möchte mal zurückgehen. Servus! Warum auch nicht? Wir haben eh momentan die Kapazitäten, dass wir Ladungen abgeben können. Warum sollte man da nicht was geben dafür? Sind wir ja schon in der Schweiz. Das passt ja ganz gut. 7 Stunden heben wir nur zum Fahren, aber es wird sich nicht ganz ausgehen. Ja, ist ja gleich. Dann können wir am Samstag rein, aber wir können zumindest einmal warm. Also die zweite WhatsApp-Nachricht. Okay, das ist jetzt eine Textnachricht von meiner Frau. Okay, das ist schon gut, das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Passt. Müssen wir nachher, wenn ich dann in Bern bin, wo ich dann Geld überweisen. Frau schickt jetzt dann heute an los, mein Auflieger für den LKW zum Holen. Er ist jetzt auch fertig. Der steht, er wird dann heute bei den Sandbuilders nur beladen mit einer Fracht, dass er dann am Montag sozusagen abholbereit ist. Dann Sonntag auf Nacht. Mal schauen wir mal, wenn man dann, wo es dann hingeht, definitiv. Dann fahren wir ab nächster Woche wieder Schwertransport, meine lieben Sportsfreunde. Da kriegen wir nämlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Kohle zusammen, als wir wenn wir jetzt weiter mit der Plane fahren. Und wir müssen eben da, das Sandbuilder hat eben auch die große Auftragslage. Schmälert sie wieder das Firmenkonto, da die sagen. Aber macht er nichts. Oh, Gärtner? Hannes? Hast du einen Subfrechter mit einem Mercedes umgestellt, ha? Oder hast Auflieger verkauft. So. Ok.
können wir mal eine nach Bern. Was sie machen, dann ist schon grün. Aber ist jetzt nichts, da ist jetzt verschlafen oder ist in dem Moment, wo er zurückgefahren ist, grün geworden? Mach mal doch, Helga. Biege nach rechts ab. So. Jetzt gleich bin. Booking ist schon eine geile Sache, wenn man es auf dem Handy hat. Ich kann dort ja auch im LKW schlafen, aber sollte. Ich habe angerufen. Ich habe gesagt, es ist kein Problem. Ich kann hier mit dem LKW auch übernachten. So, meine Spaßfreunde. Möchte mich mal drin noch und dann sehen wir uns nach der Ruhepause wieder. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, da nehme ich euch jetzt wieder mit dazu. Wir haben es 0.30 Uhr. Ich habe gestern am Abend dann hier eine Zeit, weil auschecken wäre erst in der Früh. Habe Abfahrtskontrolle gemacht. Da steigen wir ein, wir haben noch gute 5 Stunden zum Fahren. Nettes kleines Hotel in Bergen. Biege nach rechts. Guten Restaurant dabei. Mal nehmen wir einen Händler, das ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Das ist auch nichts. Passt hervorragend. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Geht oben um mich auch von China, ist klar, aber jetzt dort hin, dann mitnehmen. Schweiz wird auch nachher noch so ein Thema werden. Italien werden wir ausbauen, Deutschland müssen wir ausbauen. Rechts ab. Okay, die haben bis ich da eingeschalten. Okay, weil ich da auf die Hauptstraße rausgeht, gell? Klar hätte ich jetzt im Hotel auch schlafen. Das ist halt nicht, ist halt nicht dieselbe wie duschen gehe und das wisst ihr ja, wie das ist.
Macht man doch, Helga, macht man. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich mit dem Sprit auskomme bis Innsbruck. Dann mal schon. Auf geht's Richtung Heimat, Richtung Feierabend. Sind wir ganz nebeneinander gekommen in der Ingame-Woche wieder mal. Auflieger haben wir auch gekriegt, den einen LKW haben wir gekriegt. Schauen wir, dass die nächsten Lastwagen kommen. Kommen die auf Anschlag, kommen die. Wenn man die einzelt, man weiß es nicht. Und wirft nicht kommen als nächstes. Kommen jetzt die für Innsbruck als nächsten oder kommen die für Salzburg als nächstes, was ich bestellt habe? Wir wachsen hier im ETS-2-Universum, das ist sagenhaft. Wenn die Frachten tatsächlich so gut zahlt waren, wie wir da, dann würde sich jeder Frechter wahrscheinlich freuen. Machen wir doch Helga. Immer geradeaus. Wenn du die sagst. Jetzt kann er die Dame überarbeiten, dass da zweispurig vorbeigeht. Schau, Innsbruck ist schon geschrieben, dann wird er von der Bregenz auftauchen. Jetzt mal den Kollegen da nicht blinken. Das war jetzt eine Gefühlssache zum Umfallen. Ich glaube, für mich ist das auch bärig. Da seht ihr mal, was die Fahrer so bei mir unten einnehmen. Was die Firma auch so Verlust macht. Immer geradeaus. Das passiert halt ab und zu mal, dass halt da im ETS die Fahrer halt. Der nach Hause fahren. Der fährt dann drüber weh, weil es klar, weil der Sprit und die Wartungskosten dann bei der Firma bleiben. Aber ich glaube, wir sind gut unterwegs, dass uns jetzt dies jetzt nicht so belastet, sag ich jetzt einmal. Immer geradeaus. Ah, da war es jetzt zwei Spuren gegangen, schau. Da war es jetzt zwei Spuren gegangen.
Ja, Nordfahrten sind jetzt nicht so der Burner. Ah, nun steht ein 80er. Entschuldigung. Schweiz hat ganz gern den 80er. Die Schweizer packen es gemütlich, nehme ich meine Sportsfreunde. Sie nehmen es sportlich, wenn es um die Strafen geht. Statt Kuppeln durch Blinken, gell? Und wundert mich, warum das da halber die Gang, also Gang nicht aufgeht. Jetzt haben wir noch 195 Kilometer. Und das Benzin kommen wir mit dem Tank, das passt gut. Jetzt können wir tanken und dann nach Salzburg fahren. So, seid auf Bregenz eigentlich wieder vorne. Durch die Stadt durch und dann wieder auf die Autobahn. Zolldokumente haben wir ja, das habe ich eh schon ein paar Mal da erklärt, dass wir ja einen fähigen Immer Mann haben bei der geradeaus. T-Lok. Jeffrey. Ich gerade überlegen müssen, wie er wieder heißt, weil ich schon lange mit ihm persönlich nichts mehr zum Tag gehabt habe. Aber der macht das für Immer uns. geradeaus. Wenn es durch die Schweiz geht, wenn in der Schweiz geladen wird, braucht man selber nichts mehr machen. Der ist beim Zoll, also dort beim Zoll. Ja, die Lok, also da hat er Bitte da rechts sein halten. Büro, macht es dann für uns, schickt es dann per E-Mail an die Firmen, wenn die ganzen Zolldokumente schon suchen. Einen Unfall geben. Staut sich gerade zurück, geht von der Autobahn her. Biege nach rechts ab. Oh, die Schau, die Schau. Ah, gut, wenn man dass man endlich den Scania kriegt, den
dort für meinen Stellvertreter in Innsbruck. Ich kann mir, dass der an jetzt im Moment einen neuen Lastwagen kriegt, weil dann kann er den Lastwagen. Ich bin ja gerade mal überlegen, wenn. Ich bin zwar jetzt selber nicht da im Büro bei mir in der Firma, aber ich tue. Ja, ist klar. Ich bin zwar selber nicht im Büro bei der Firma, aber du selber, so ohne mein Wort geht gar nichts. Also das, was Kraft wert, das, was Kraft wert, ist so pretty. Das ist natürlich jetzt super. So, der steht da drin. Route neu berechnen. Jetzt aufs Durchklick. Kann man Kreisverkehr der Ausfahrt nehmen? Ja, ist klar. Ölgard ist klar. Das Verkehr gleich nicht. Ist gut. Nimm diese Ausfahrt. Joho. Hoffentlich ist dem Fahrer nichts passiert, wenn er das auf dem Dach liegt. Ich kenne das Gefühl. Weil habe ich die Real-Life-Story von mir schon mal verzählt, wo ich mit Tempo 40 ins Blitzeis gekommen bin mit meinem nagelneuen Auto, wo es mir gegen die Leitschiene gezogen hat. Dann habe ich das Auto auch auf die Seiten geklickt. Da schaust du mal blöd, wenn du mal wieder so aus deiner Bewusstlosigkeit zu dir kommst. Du versuchst in meinem ersten Moment auszusteigen und da ist aber der Asphalt. Das war nur bei Tempo 40 auf der Hausstrecke von mir. Kein Licht, deswegen bin ich ja nicht reingefahren. War auch keine Meldung. Ich war schon schneller vor. Jetzt muss ich immer aufpassen, was ich fahre. Jetzt hab ich so ein bisschen die Kontrolle über mich. Aber muss ich gerade die Strafe zahlen. Ich hab da letztens beim in Meise geredet, da hat ihm gesagt, der Disponent hat ihm eine E-Mail geschrieben, dass er vergessen hat, an der Grenze umzustellen und dass er dort schnell gewesen ist und die Strafe bitte selber zahlen. Weil Schutz, haben gesagt, wenn mir mein Disponent der Firma, mir als Chef, sowas schickt, dann gibt es ein klärendes Gespräch und einmal eine Abmahnung, weil der Disponent nicht selber einen LKW-Schein hat. Dann braucht er mir nicht sagen, wo ich zum Fahren habe. Er kriegt ja von mir das Geld. Nicht ich von ihm. Oder ich von wem anderen. Ja, mein, ich krieg schon von wem anderen das Geld. Aber ich bin Revenue-Chef mit der International Transport. €17. Schau's einmal, weil wir jetzt gerade in einem Sonnenaufgang fahren. Schau's einmal bei mir auf Facebook oder Instagram
oder TikTok vorbei, wenn so richtig tolle Sonnenaufgänge sind, wenn ich es gerade vom Lastern aus dann gneist, dann mache ich ein paar bärige Fotos. Ich liebe sowas, Sonnenaufgänge. Vor allem wenn sie dann so schön rot sind. Dadurch, dass ich halt richtig früh anfange. Hält sich diese am besten aus. Ja, wir sind schon ein bisschen überfällig, aber bis Innsbruck nehme ich jetzt noch mit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da auf die letzten Minuten, auf die Drücker so machen. Sind ja gerade noch über 40 Kilometer. Knappe. Das sehen wir ja schon da, sehen wir ja schon da. 20 Die Ausfahrt Kilometer noch. rechts. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde. Den Weg zur RT-Lok, den kennt ihr ja. Ich hoffe, dass euch die Folge ein wenig gefallen Am hat. Wenn Kreisverkehr ja, sollte der Ausfahrt würde ich nehmen. mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es Glückliche hier Ausfahrt. Kein aus Problem. Ich finde HP einen on neuen. Tour weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst Glückliche mal Ausfahrt. mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, Am dies ist Kreisverkehr viel, viel erste wichtiger. Ausfahrt nehmen. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!